Und es gibt wieder Spaß mit dem Rumgehüpfen in diesem lustigen Raum da. Ja, ich lasse mich gern von der Steuerung quälen. Ich frage mich, ob der, der die programmiert hat, Genugtuung empfindet, wenn er sieht, wie Leute hier abstürzen. Ich schätze mal schon. Naja, da ist eh nichts mehr zu holen. So, nochmal. Ja, falscher Knopf wieder. So, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Ach toll. Ich mag euch nicht, ihr dummen Geister. Geht weg. Komische Pollengeister oder was auch immer das sein sollen. So. Also, die Plattform oben unbedingt mitholen. So, schön. Dann den Kasten. Da drauf, rüber. Gut. Was kommt denn hier jetzt? Achso, das. Sind wir dann wieder schon da, fast da, wo wir waren? Ah nein, wir müssen uns wieder runterfallen lassen. Das ist total umständlich. Dass es noch keinen kürzeren Weg gibt. Bestimmt übersehe ich mal wieder was. Auf jeden Fall übersehe ich was. Kann ja wohl nicht sein, dass man einfach so den ganzen Weg nochmal laufen muss. Ja, hätte ich jetzt eine Karte, eine Übersichtskarte hier. Ah, was soll's. Kann ich alles haben. Ja, geht's heute noch. Danke. Dummer Krug. Rauf, dich nehmen wir mit. Ach, ja, er geht an der Treppe kaputt. Auf jeden Fall. So. Ja, das kann man garantiert kürzer haben. Aber was soll's. Dann machen wir es halt kompliziert und lang. Dann zieht ihr da nochmal alles. Hier fahren wir die Blöcke runter, genau. Alles schön. Dann wieder die Kisten, wo ich gerne hingewollt hätte. So, hier waren wir eh nicht. Wir waren hier, glaube ich, noch gar nicht oben. Dann gucken wir jetzt erstmal, was da oben ist. Wenn das geht. So. Was ist denn da oben? Ah, ein Raum mit Würmern. Ich hätte gerne mal einen Wurm für jedes Loch. Nein, nicht zwei, ein! Dumme Viecher. Yeah. Was tun denn da? Kann ich hier irgendwas Tolles machen? Wahrscheinlich kann man da irgendwie drauf landen, wenn man von oben runter springt. Mal wieder. Und dann kann man zufälligerweise irgendwie an die Kiste ran. Ah, wo sind wir hier? Was ist da? Keine Ahnung, wo ich bin. Ist auf jeden Fall irgendein Raum. Ah, hier bin ich. Gehen wir doch mal dahin. Ich weiß schon wieder nicht mehr, was in den letzten drei Räumen war. Irgendwie habe ich gerade vergessen, was letztes war. Ganz toll. Ja, schöne Echsen prügeln, dumm rumlaufen und dabei, nee, sind wir in dem Ding. Dann kommen wir hier wieder in den Raum mit dem Fels oder so, genau. Ja, es zieht sich. Aber keine Angst, der letzte ist nicht so ver... Ich meine zumindest, dass das letzte Gebiet nicht so verwinkelt. Es ist einfach nur groß, aber man läuft nicht irgendwo hin und kommt dann irgendwo raus, wo man gar nicht rauskommen wollte. Also wie meine ich das jetzt? Hier läuft man irgendwo lang, kommt irgendwo raus und dann ist da irgendwie Ende. Und in dem anderen ist das so, dass das wenigstens... Ja, man hat im Prinzip ganz, ganz viele Wege und darf sich dann den schönsten raussuchen. Hallo? War ich da schon? Ich glaube schon. Da war doch bestimmt dieses Ding wieder rumlaufen, genau. Habe ich mittlerweile einen Schlüssel? Nein. Wir können aber mal hier auf den Schalter. Können wir den einfach hochheben? Oh nein, schade. Dann springen wir da einfach drauf, laufen hier rüber und dahin. Was gibt's da? Kommt mir bekannt vor. Aber es scheint die Tür zwar immer offen zu sein. Das ist vermutlich die Abkürzung, die ich gesucht hatte, die ich noch nicht aktiviert hatte. Ganz toll. Ja. Die Tür scheint auch noch offen zu sein. Dann fahren wir mal mit den Linien rüber.
Ist ja auch schon ein bisschen was passiert. Ah ja, genau. Und hier sind wir vorhin nach unten gegangen. Was wir diesmal nicht tun, der Sterb-Ninjas. Was auch immer ihr seid. Ah, Pilze. Nur Pilze? Echte Pilze alle? Geht auch was auf, wenn ich euch kaputt mache? Also, eine Restauration, juhu. Okay, Ecke wäre besser gewesen. Aber man kann nicht alles haben, wie immer. Blöd. Ja, egal wo man lang geht, es ist falsch. Ja, spring dabei bitte, danke. Ich spring irgendwie heute nicht immer. Vielleicht springt er erst mal, wenn ich das Gamepad aus und voller Kraft gegen die Wand gedabbert habe, wer weiß. Ja, ich möchte das jetzt ungern überprüfen. So, da drauf, danke, da runter, waren wir erst 200 Mal. Ah, los geht's weg, ah, so ein Viecher. Hier fahren wieder länger runter, ganz toll. Also, wir gehen nicht da lang, wo uns die Pilze hinlocken wollen, sondern woanders. Ja, die Dinger gehen auch immer nur einmal, wenn man im Vorraum. Darum kann man die nicht einfach wirklich weiterschieben. Wo war da denn schon oben? Stimmt. Achso, da war der Raum mit den Würmern, genau. Das machen wir eben mal noch. Hier, komm her, komm her, komm her. Einer nur, einer nur. Ja, mindestens zwei. Ah, gut, gut, gut. Hier, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her. Komm, 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 komm. Genau, braver Wurm. So muss der letzte. Ah, der hat sich schon selbst eingefangen. Genau, wenn man alle betritt, dann kriegt man hier so eine Kiste mit Lebensenergie. Wir gehen diesmal nicht da unten raus. Wir gehen hier wieder rein. Keine Lust, mich 800 Mal noch zu verlaufen. So. Wie geht's weiter? Jetzt gehen wir nicht erlangt, wo uns die Pilze glauben machen wollten, dass es der richtige Weg sei. Da unten gehen wir auch nicht lang. Einfach so, weil ich glaube, dass wir da schon waren und uns da nicht so... Da hättest du das einmal einfach ablegen können, aber nein, da wirst du das. So. Schlüssel hatten wir immer noch nicht, weil der vermutlich in der einen Truhe da in dem Raum ist, wo ich schon die ganze Zeit hin möchte, aber irgendwie nicht hinkomme. So. Da. Schön. Fahr mich rüber. Danke. So, und hier sind wir die Ninjas. Wo wir nicht nach unten rausgehen werden. Und danach kam das mit den Pilzen, wo wir diesmal oben rausgehen. Und hoffen, dass es da weitergeht. So, ja, ihr seid mir komplett egal, weil ihr mich schon verarscht habt. Echsen! Ach ja, ich weiß wieder, wie das war. Wenn man nämlich die Echsen tötet, sollte man hier am Rand stehen. Genau, weil sonst geht das einfach zu. Und dann kann ich die hier töten. Gut, kommt. Hier gab es irgendwas mit einem Schalter, wo man was draufwerfen kann. Damit konnte man auch mit diesen Dingern nach oben fahren oder so. Dazu muss ich vermutlich erstmal die Viecher töten. Das sind übrigens die Statuen sind übrigens stärker als die Grünen. Und die Dingenstatuen, die... Genau, wir gehen hier irgendwie drauf, wenn wir da drauf kommen. Jetzt guck nach unten. Werfen den Sachte, wollte ich sagen. Er legt ihn einfach ab. Das war zu sachte. Werfen wir ihn eben... Was zum? Da frage ich mich aber, wer da eben gegengedonnert ist. Sollte so nicht sein, aber gut. Jetzt kommen wir wenigstens an den Schlüssel. Naja, was soll's. Okay, es kommt runter. Ich darf die Statue nochmal kaputt machen, weil ich die Kiste da oben haben möchte. Schön, tot ist er. Ich meine aber, dass die Dinger auch noch springen konnten. Tun die im Moment aber anscheinend nicht.
Oder haben die das schon? Kann ich mich gar nicht, kann ich mich wieder gar nicht mehr dran erinnern. Tot. Gut, jetzt nochmal hier. Danke, danke. Lebensenergie. So, gehen die wieder runter, wenn ich es runternehme. Schön. Dann gehen wir hier lang. Ah, hier ist der Raum mit dem Würmern. Gehen wir da mal raus. Ah ja, hier war das. Wenn wir hier hingehen, kommen wir jetzt wieder in den Dingensraum, oder? Genau.